Dein Stahl produziert ja gerade nicht so viel wie gebraucht, umgedreht, produziert ja nicht mit voller Auslastung, ne? Korrekt. Das heißt, das Eisen, was zum Stahl geht, wird auch nicht weiter benutzt, oder? Eisen oder Roheisen? Nee, Eisen. Eigentlich beides dann sozusagen, ja. Ja. Weil dann würde ich da mal ein paar Anbieterkisten hinstellen, die automatisch davon gefüllt werden. Mache. Er müsste intelligente Weichen noch haben. Man sagt, man füllt erst die Stahlproduktion auf und erst wenn das Band voll ist, dass es dann auf das nächste erst geht, ne? Und rechts weg zu den Kisten. Oh, der Splitter macht ja mal gleich aufteilen. So, mal gucken, wie effizient die das hinkriegen. Wir haben. Ich fordere mal 400 davon und 200 davon an. Ich habe die Vermutung, bei dem Konstrukt, was ich jetzt gebaut habe, werden die Logistikroboter langsam knapp. Es kommt von unten nach oben. Okay. Ach, falsch. So. Jetzt sieht's doch langsam nach was aus. Jetzt kommen die Greifer schon nicht mehr hinterher. Interessant. Thank you.
Ja, die Logistikroboter sind langsam überfordert. Deswegen will ich jetzt erstmal 200 neue bauen. Das war ein schönes Leck. Was hast du gemacht? Ich weiß nicht, ich renne ja so eine Basis rein, aber die ist nicht größer als sonst. Das sieht so aus, wenn man auf der Karte voll reinzoomt auf dich, wie du da rumläufst. Das sieht lustig aus. Und wie die Gegner auf dich zurennen. Du wirst gerade angegriffen. Renn lieber weg. Oh, deine Türme schießen alle. Cool. Das ist wie so ein uraltes Amiga-Spiel, wo so Punkte nur auf der Karte Pixel, ne? rumrennen. Ja, und der Kreis, das ist du, bist du oder ist der Spieler? Das sieht lustig aus. Ein Spiel im Spiel, zumindest wenn man ins Koop spielt. Links von deinen Türmen hast du noch zwei Produzenten, die Sehr kannst du vielleicht schön. erstmal zerlegen. Und dann drunter auch nochmal einen. Die kriegst du ja schnell weg. Ach, das sind noch Würmer. Oder? Oder Gegner? Ne, Würmer. Gegner, keine Ahnung. Das sehe ich leider nicht hier auf der Map. Ich sehe Was nur siehst du Punkte. überhaupt? Ich sehe nur rote Punkte, die sich Ja, ne? teilweise bewegen. Alle mir nach, komischerweise. Das ist scheiße. Wenn sie so Pac-Man-mäßig die Geister immer auf dich zurennt. Die Rüstung ist echt OP, ey. Wie viele Fusionsreaktoren hast du jetzt drin? Zwei nur. Achso, ich habe auch nur zwei, deswegen wundere ich mich. Aber, ne, ich sage, die ist OP für das Spiel allgemein, weil dazu kannst du richtig viel dann denken. Die am Anfang, wo wir uns nur mit den Türmen vorarbeiten mussten, sage ich bloß ab und zu mal welche stehen zum Rückzug und ansonsten gar nichts weiter. Wieso habe ich auf der rechten Seite mehr Produktion als auf der linken? So ein der Mist. Wieso kommen die Kupferkabel jetzt nicht mehr an? Okay, die Kupferkabel brauchen also Geschwindigkeitsmodule, ich weiß ja. Wo bleiben denn meine Rahmen für Flugroboter? Oh ja, langsam sammeln sich die grünen Chips, weil wir gar nicht genug Logistikroboter haben. Ich will ja jetzt erstmal 200 neue bauen. Dazu brauche ich erstmal die Roboterteile. Das ist hier, er fliegt mehr rum, als hier auf den Förderbändern rumläuft. Also, übertrieben gesagt. Bin ich ja mal gespannt. Ah, jetzt kommen die ersten. Wie denn die Chip-Produktion jetzt aussieht, jetzt wo so viele grüne Chips noch da sind. Wobei, so viele sind ja noch nicht da, weil es hängt ja noch gerade an der Anzahl der Logistikroboter.
Ja, das sieht schon viel besser aus. Muss ich sagen. Jetzt könnte man mal wieder forschen, denke ich mal. Ich muss da mal gucken bei den roten Potions. Eigentlich müsste das hinhauen von der Zeit her, dass sie schnell genug sind. Ich habe gehört, die sind gerade überfordert. Wir sind gerade nur noch abhängig von Solaranlagen tagsüber. Also sozusagen um den Mittag rum. Ist gut. Interesting vor allem. So, habe ich denn endlich meine 200 hier? Will keiner mehr mir bringen, Mann. Mann, Mann, Mann. Na, nehme ich es erstmal raus. So. Verteilen wir mal ein paar neue Logistikroboter. Haben die auch mal was wieder zu tun hier, ey? Beziehungsweise. Ja, das ist schon. Wir haben schon. Wie viele brauchen wir? Also, wir brauchen 50 davon. Mal 5, mal 4 oder mal 5.
4, 5. Oh, da habe ich mich vertan. Nee, doch nicht. Habe ich? Weiß ich nicht. Werde ich merken. Jetzt wollte ich rechnen. 50 mal 5 sind 250 mal 4 sind 1000. Das heißt, ich brauche 1000 von euch Chips. Von euch Modulen. Das sind gerade 583. Na, dann streng dich mal ein bisschen mal an hier. Gut, jetzt haben wir eine ganze Menge Logistikroboter rumfliegen. Die müssten erstmal helfen, ein bisschen. Da sind ja noch die 25 blauen Splitter im System zum Anfragen. Ich habe keine gebraucht, ich habe einfach eine Kiste. Achso. Ich habe doch von den blauen Bändern noch keins verlegt, Besitzer eigentlich. Meinst du, das habe ich alles gemacht? Mhm. So, wenn die dann alle versorgt werden, dann... müsste das gehen, ja. Mal schauen, was das wird. Jetzt wollte ich mal bei den roten Potions vorbeigucken, was da so Phase ist. Also aktuell gibt es wieder Rückstau bei den roten Potions. Nicht bis zu den kompletten Produktionsanlagen, aber zumindest gibt es Rückstau. Ach, das sind noch die alten Montagemaschinen, die billigen, deswegen. Die billigen, ne? Na ehrlich jetzt? Die sind... die machen nur zwei Drittel so schnell wie die guten. Wie die blauen erstmal. Die grünen sind ja die guten, die sind ja noch schneller.
Geh mal kurz meinen Nachschub an Flüssigkeit auffüllen. So. Schon interessant, was man so einen ganzen Tag im Inventar braucht. Theoretisch könnte ich ja jetzt auch. Mehr Forschungseinrichtungen machen oder mehr bessere Module reinhauen. Was hält man von Buffturm? Ach, da fehlen uns gerade die roten Schaltkreise. Nee, wir haben nicht so viele. Rote Schaltkreise sind gerade knapp. Aber so gesehen fühle ich mich ja gerade wieder gut gerüstet. Könnte ich ja fast wieder losmarschieren. So, fordern wir mal ganz kurz an. Lasertürme? Nee, mach mal nur. 600? Mauern 200 Giftkugeln wieder da 300. Welcome back. Ich will auch gleich mal wieder in Krieg ziehen. Ich habe mir ein bisschen wieder angefordert, was ich für einen Krieg brauche. Ja, die Inseln, die ich jetzt erkämpft habe, sind alles Inseln, wirklich sehr nette. Das heißt, wir haben keine Front mehr. Schön. Wenn nichts nachspawnt, ist die Frage, ne? Ich habe jetzt nicht überall Türme verstellt, gestellt, weil man kann ja so durchrennen, ne? So, ich gehe mal oben bei meinem neuen Dingensproduktion gucken, ob das läuft. Oder ob es irgendwo einen Engpass gibt. Na, Kupferkabel kommen noch nicht genug an. Weil nicht genug Kupfer ankommt. Ich dachte, die Öfen sind schnell genug. Ja, kommt nicht genug Kupfererz an. Wo kriege ich jetzt Kupfererz her? Von da unten. Hattest du nicht Kupfererzkisten gefüllt? Erz. Na, auf jeden Fall ja die Kisten. Die aussortierten, aber sind nicht wirklich viele Kisten. Sind ein paar. Ich weiß schon. Dürften wir 500 im Gesamten sein?
Also müsste ich mehr Erz abbauen. Na mal schauen, wie das hier hinpasst. Wo ist das? Unten bei meiner Wand ist das lange kein Okay. Angriff gekommen. Also das sind ja erstmal Resttürme, die weggeballert werden können. So, das sind 6 und das sind 4 und 2. Das heißt, ich versuch's mal mit einem Splitter. Mal schauen, wie gut das klappt. Jetzt sehe ich kaum noch was Mist. So. Das müsste gleichmäßig alles durchschleusen.
Jetzt sind meine blauen Wege schon wieder alle. So.